Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von mir, Gameplays als Hobby. Und wir sind auf der Jagd nach Punkten und wir kommen, glaube ich, jetzt auch zu einer Aufstiegsrunde. Eventuell kommen wir in die Gruppe D1. Mal gucken. Wir suchen mal den nächsten Gegner. Die letzten drei haben wir besiegt. Mal schauen, ob es auch so weitergeht. Ich hoffe es natürlich. Da Carlos aus Spanien mit Pikachu. Okay. Ne, wir haben noch keine Aufstiegsrunde. ...71 Siege mit Pikachu. Okay. Schauen wir mal. Pikachu ist immer so eine Sache, weil der halt eben so extrem schnell ist. Gut, meiner ist zum Glück nicht ganz so langsam, aber... Hat nicht so ganz funktioniert. Bitte was? Manchmal ist Warten gar nicht so verkehrt. Nein! Jawohl! Nein! Scheiße! Carlos, lass mich gewinnen! Okay, nächste Runde. Immer wenn ich direkt in die Erde flüchten möchte, kommt dann so ein Mist. Wieso ist sein Helfer-Pokémon schon wieder voll gewesen, ey? So, 1-1. Aber er ist auf jeden Fall machbar. Der Carlos. Wir sind zwar in der gleichen Kampfgruppe. Finde ich mal schön, mit etwas Gleichgesinnten zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Nein! Ausgerechnet jetzt höre ich auf mit Blocken. Ich fasse es nicht. Och Mann!
Und mal wieder ein unnötiges Verlieren mehr. Das gibt's nicht. Das war jetzt echt bescheuert. Ich verstehe das nicht. Warum mache ich immer so einen dummen kleinen Fehler und dann passiert immer so ein Scheiß? Okay, nächster Kampf. Aber Glückwunsch. Wenn ich dann nur mal meine blöden Fehler mal ausmerzen könnte. Jetzt finden wir natürlich keinen Kämpfer mehr. Süß. Es läuft immer alles so gut. Und dann wegen eins und Patzer verliert man immer. Das ist echt mies. Nathan oder so. Aus Frankreich 3 Siege. Bei Sieg Rangaufstieg. Okay. Was ist denn der für ein Rang? E5. Oh, es tut mir leid, Nathan. Aber so habe ich mich am Anfang auch gefühlt. Gerade erst angefangen. Ich glaube, mit E5 fängt man auch an. Und dann direkt hier gegen so Gruppen hier wie mich jetzt hier schon wieder. Direkt im Vergleich. Das ist natürlich heftig. Na, wer trifft? Er. Er hat auf jeden Fall eine schlechte Internetverbindung, wie es aussieht. Ah, ist das nervig. Die Verbindung zum Gegner ist abgebrochen. Ganz toll. Hey, wir haben mittlerweile 170 Siege. Yay! Gewinnchance ist gestiegen auf 47,22%. Sehr schön. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Kampf gelten lassen soll. Oder nicht. Machen wir jetzt nochmal zwei oder noch einen Kampf? Ich weiß es noch nicht. Wen haben wir denn da? Amorphis, hey, den kennen wir schon aus Spanien. Er ist ein God of War wohl auch treu geblieben. So, schauen wir mal, ob er sich gebessert hat oder verschlechtert. Natürlich hoffe ich eher verschlechtert. Beziehungsweise, ich glaube, er kennt mich noch mit Dings. Na, wie heißt es? Mit Gengar. Mit Gengar habe ich, glaube ich, gegen ihn gekämpft. Entschuldigung, meine Freundin lenkt mich momentan ab. Falls er sich an mich erinnert... Er hat mich, glaube ich, mit Leichtigkeit besiegt gegen meinen Gengar, aber ich glaube, gegen Knackrack, da fühlt er sich doch unterlegen.
Hör auf, dich zu drehen. Was soll der Mist? Okay, gewonnen. Sehr schön, 2-0. So, Amorphis. Das war meine Rache, als du gegen meinen Gengar gewonnen hast, glaube ich. Ich glaube, du hattest gegen meinen Gengar gewonnen. So, jetzt muss ich natürlich... Oh, plus 75, das ist cool. Jetzt muss ich natürlich meiner Freundin erstmal antworten. Sehr schön. Wir suchen schon mal den nächsten Gegner, während ich meiner Freundin zurückschreibe. Und dann schauen wir mal. Also wir machen doch nochmal einen Kampf. Durch verschiedene Schichtarbeit sehe ich meine Freundin momentan relativ selten. Oh, neue Herausforderung. Von daher muss ich ihr, immer wieder mal zurückschreiben. X-Psion aus Deutschland mit 27 Siegen und Sherox. Den kennt man noch nicht aus Deutschland. Herzlich willkommen, X-Psion. Gruppe E1, okay. Ja, mein Knackrax putzt munter, habe ich gemerkt. Seit gestern. Gestern hatte ich meine Aufnahmesession mit... Ah ne, doch nicht, da hatte ich mit Gengar gespielt. Dass die Leute immer mich von hinten attackieren wollen. Ich mag das nicht, wenn die mir zu nahe kommen hier. Erst recht, wenn die hier so viele Kombos machen. Mag ich auch nicht. Komm du mir nochmal nah. Meine Güte. Geht doch. 1-0. Sehr schön. Mir ist aufgefallen, ich benutze eigentlich selten meinen Limit. Ups, der trifft mich. So, 2-0. X-Psion, tut mir leid. Aber anscheinend muss man mit Sherox leider noch ein bisschen üben. Sonst wirst du es schwer haben, genau wie ich. Ich hab's auch nicht leicht. Oh, wir haben mittlerweile 4014 Punkte, sehe ich gerade. Ja, wann kommt denn eigentlich langsam mal die Aufstiegsrunde? Da steht jetzt schon, keine Ahnung, 4, 5 Siege hintereinander. Und die kommt als noch nicht. So, sehr schön. Also wir haben jetzt unsere 3,5 Kämpfe sogar. Und wir kriegen immer mehr Punkte zusammen. Das finde ich super. Hoffentlich bleibt das so. Meine Gewinnchancen sehen gut aus. Und ich hoffe, euch gefällt es immer noch, auch wenn ich jetzt momentan hauptsächlich mit Knackrack spiele. Aber das ist nun mal mein Main-Pokémon, mit dem ich hier bei Pokémon Tekken halt eben am besten bin. Und ich will ja auch mal irgendwann mal wieder ein bisschen aufsteigen und es gelingt mir nun mal nur mit Knackrack. Ab und zu spiele ich auch mal andere, das ist klar, aber das hier ist leider mein Main-Pokémon. Ich hoffe, es wird euch, wie gesagt, nicht zu langweilig und ihr versteht das hoffentlich auch. Und ihr dürft mir trotzdem, also ihr dürft mir gerne, wenn es euch gefällt, die Kämpfe einen Daumen nach oben geben und natürlich ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise bei einer anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der Seite und mit Pokémon Tekken DX.
Ich bin von Nöhr, Gameplays als Hobby und auf Wiedersehen. Tschüss.